So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Anak. Heute geht der 5 Online-Mission von, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Unterlagen Überflieger von dem bisschen die Mission von Martin, glaube ich, kann das sein. Ich weiß nicht genau. Ja, ich werde gleich sagen, wir werden die Mission nicht schaffen, weil es ist wieder so eine Mission ist, wo ich mir denke von Rockstar, wie soll ich denn die Mission schaffen? Also mal kann man jede Mission von Rockstar schaffen, aber die Rockstar gemacht hat, GTA 5 Online, aber manche Missionen fragst du dich, wie soll ich die denn alleine überhaupt schaffen, weil sie vorgesehen ist für einen einzelnen Spieler auch. Ich habe es erstmal so gemacht, ich wollte eigentlich einen Helikopter holen von einem bestimmten Platz, aber den gibt es da ja offensichtlich nicht. Also die beste Möglichkeit ist es, zu zweit mit dem Helikopter da hochzufliegen und den Aktenkoffer zu holen, weil es weit oben ist. Benutzt wenn möglich nicht den Kran, weil die Frage ist natürlich, wie soll ich denn praktisch von dem Kran auf das Gebäude kommen? Das werdet ihr noch dann sehen. Und das nächste ist, ich habe aus irgendwelchen Gründen schon wieder keinen Fallschirm. Ich weiß nicht warum, ob man den jetzt neuerdings immer wieder kaufen muss im Store. Ich habe den jetzt schon über 100 Mal gekauft. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Bug ist bei mir, dass ich den immer wieder kaufen muss. Schreibt mal in die Kommentare, wie das mit dem Fallschirm funktioniert, weil ich weiß es offensichtlich nicht. So. Auf jeden Fall, ich habe die Mission trotzdem reingestellt, weil ich da keinen Bock hatte, da ewig wieder rumzuprobieren, wie soll ich das jetzt schaffen alleine und so, also habe ich trotzdem reingestellt, auch wenn es nicht geklappt hat. Und das letzte Bild, wie ich dann runterfall und dann voll im Arsch bin, das sieht irgendwie übrigens voll lustig aus oder voll brutal aus, muss man sagen, ja, so müssen wir drauf schauen. So, die Themen heute, ich habe mal eben gefragt, was können wir so für Themen machen, mein Freunden, Erik, ich habe jetzt mal nur deinen Vornamen, du hast mal gesagt, ich soll ein Video machen über Pädophile, ich weiß nicht, ob es jetzt in Ernst war oder Spaß war, aber ich mache es auf jeden Fall jetzt mal, vielleicht. Hast du dir aber gedacht, ich soll eine bestimmte Person da einbauen, aber das mache ich nicht. Weißt ja warum. Aber was kann man allgemein über Pädophilie sagen? Pädophilie ist eine Krankheit, die, ja, es ist eigentlich eine Krankheit, eine psychische Krankheit, sage ich jetzt mal so, der halt eigentlich auf Kinder steht. Also man ist eigentlich praktisch auf jeden Fall erwachsen, über 18 und steht auf unter 12-Jährige. Ich würde sagen, unter 12-Jährige, vielleicht auch noch 13-, 14-Jährige. Ab 14 ist es ja legal, also unter 14-Jährige, auf wenn man die aufsteht, auf die steht und über 18 ist, ist man höchstwahrscheinlich pädophil. Das heißt, man steht auf Kinder und man will mit den Kindern auch. Also, wenn jetzt mal ein Mädchen verliebt ist, was jünger ist, mein Gott, scheiß doch drauf. Aber wenn jetzt unbedingt, was nicht, das Mädchen 10, 11 Jahre alt ist und ihr denkt euch, ja, ich will mit der mal irgendwie sexuelle Sachen machen und ich will die küssen und sowas und mit der zusammen sein. Ist schwierig, das, naja, das ist pädophil schon sein, ja. Aber was pädophiler eher so ist, dass man über 30 ist und dann auf Kinder steht, also wirklich 4-, 5-Jährige und mit denen dann sexuellen Kontakt will und das ist dann wirklich das eigentliche Pädophil sein. Das andere ist, naja, ein bisschen grenzwertig, aber das ist wirklich pädophil sein. Und was ich, das ist jetzt erstmal die Fakten, wie es halt ist. Natürlich gibt es da Heilungschancen, ist eher schwierig, eine richtige Therapie und eine richtige Heilungschance gibt es da eigentlich gar nicht. Und auch alle, die so sind, wegzusperren, ist auch schwierig, weil im Endeffekt ist jeder, ungefähr, wie man sagen, jeder Fünfte so ein bisschen pädophil eigentlich, ja. Ich weiß nicht genau, warum die Zahl so krass ist, aber es ist halt so. Und ich weiß auch nicht. Also es ist tatsächlich so, wenn ich auf der Straße ein kleines Kind, so ein Kindergartenkind, Alter 4, 5, vielleicht auch 6 noch, dann immer kommt mir dieser Gedanke in den Kopf, wie kann man nur auf so ein Kind stehen? Wie kann man das nur geil finden, mit so einem Kind schlafen zu wollen? Ich begreife das nicht. Deswegen gucken mich auch die Eltern so komisch an, weil ich ihr Kind so selbst komisch anschaue. Ich denke mir selber, ich bin wie keine Ahnung. Aber ich denke mal, wie kann man nur sowas geil finden? Oder wie steht man auf sowas? Ich begreife das nicht. Ich kann es gewissermaßen begreifen, bei einem Bekannten, mit dem ich früher gekannt habe, der war auch ein bisschen so, muss man ehrlich zugeben, mit dem ich keinen Kontakt mehr, weil er mir zu krass geworden ist, dem seine Schwester oder sein Bruder ist damals gestorben und die waren noch ziemlich kleine Kinder und so und seitdem sucht er praktisch einen Ersatz für seinen, ich glaube sein Bruder war es, Ersatz zu seinem Bruder und sucht deswegen den Kontakt zu Jüngeren, weil er irgendwie die Hoffnung hat, einen Ersatz für seinen Bruder zu finden. Und weil er sein Bruder gestorben ist, heißt es, die Entwicklung geht auch nicht weiter, sondern er wird immer einen 6-Jährigen suchen, der seinen Bruder ersetzt, egal wie alt er ist. Und das ist eine fehlende Psyche und das kann man Therapie machen bei sowas. Aber bei den anderen ist es, glaube ich, echt schwierig. Und wenn man wirklich auf die kleinen Kinder steht und die haben will, dann ist es, glaube ich, echt schwierig. Und da geht das zum Beispiel schon, aber es ist ein langer Weg und sehr schwierig. Und ich bin gerade schon müde, das tut mir sehr leid. Und ja,
meine Meinung zu Pädophilen ist, nicht alle, finde ich, haben diese Krankheit wirklich, wo man sagen kann, ja, die sind krank, die soll man, ja, also Verständnis habe ich für sowas überhaupt eigentlich gar nicht, auch wenn es eine Krankheit ist. Kinder ficken, das ist wirklich was, wo gesagt, das ist ein No-Go, auch vor allem, weil man auch an die Kinder denken muss. Wenn ein Kind missbraucht worden ist, das Kind wird es nie wieder vergessen können. Das Kind ist einfach voll für den Arsch, im Arsch mit dem Leben, und das wird es nicht mehr hinkriegen, liebe Leute. Das müsst ihr euch überlegen, dass, ich weiß nicht, das Kind, ob es eine Lösung ist, ja, umbringen ist nie eine Lösung, aber was soll man denn auch machen, wenn man sowas hat, erlebt hat eigentlich? Das ist sau schwierig, und dann, das tut mir, deswegen tun mir auch überwiegend die Kinder leid, weil die einfach auch nicht wehren können und nichts dafür können und so, und das ist echt hart. Also muss man sagen, ich hatte das große Glück, nie missbraucht worden zu sein. Missbraucht werden kommt in sehr häufig vor. Ja, also jeder Dritte ist schon mal missbraucht worden als Kind, auch wenn man es nicht weiß. Man hat ja allgemein die Erinnerung erst ab 4, glaube ich. Davor weiß man es ja nicht mehr. Und ja, das ist, ich glaube, ich kann das nachvollziehen, dass es grauenvoll sein muss. Und darf das, und wenn ich einen Pädophiler sehe, dann werde ich auch dafür sorgen, dass er, also ich bin gegen die, ich kann es nicht oft öffentlich sagen, ich werde jetzt fotzen oder so. Aber ich bin kein Freund von denen, sage ich jetzt mal so, und ich werde die auch meiden. Und wenn mir sowas zu Ohren kommt, dass einer ist, will ich danach schauen, auch ganz klar zur Polizei gehen, natürlich klar. Versucht keine Selbstjustiz auszuüben, das soll jetzt kein Aufruf sein, dass er Pädophile irgendwie töten sollt oder so oder verletzen sollt. Ich kann auch jetzt sagen, ihr sollt Verständnis dafür haben, dass sie krank sind, aber ich habe dafür kein Verständnis. Also bei mir gibt es da kein Verständnis für, weil das Lebewesen sind, auch Kinder, und da reicht mein, auch meine Toleranz nicht aus, und das kann ich, da kann ich sagen, dass ich das noch akzeptieren kann oder so. Und es gibt keinen Pädophiler, der nicht mal versucht hat, ein Kind zu missbrauchen und sowas. Gibt's auch gar nicht, ja. Also, ja, es ist ein schwieriges Thema. Wenn ihr wollt, dass ich das Thema ausformuliere genau und mehr dazu erzählen soll, dann sagt mir das einfach, dann mache ich das. Wie gesagt, bei jedem Video mache ich das. Wenn ihr sagt, ich soll das ausformulieren, das war euch jetzt zu wenig, dann mache ich nochmal ein extra Video, wo ich das ausformuliere, natürlich, mit der Mission für irgendwelchen Games, ganz klar. Ja, auf jeden Fall das. Oh, nee, das Scan regt mich aber auf mit. Auf jeden Fall ist noch ein zweites Thema, und zwar, ich habe dieses Thema genannt: Achtung, Muslime und Juden, aufgepasst sozusagen. Was mir nämlich neulich im Supermarkt aufgefallen ist, meine Schwester hat es, glaube ich, zufällig entdeckt, dass es tatsächlich so ist, dass zum Beispiel in einer Putensalami auch Schweinefleisch drin ist. Das steht sogar hinten drauf. Und wenn er schon offiziell hinten drauf steht, könnte ich mir vorstellen, dass es auch woanders noch drin ist. In anderen Fleischprodukten Schweinefleisch. Also, ich weiß nicht, ihr Muslime und Juden da draußen, wo ihr euer Fleisch kauft, weil manche, die strenggläubig sind, kaufen es ja nur in ihren eigenen Läden, oder wenn es von einem Muslim, glaube ich, hergestellt ist, dann kaufen sie es bei dem. Aber wenn ihr im Supermarkt wirklich schauweise kein Schweinefleisch kauft, dann müsst ihr auf jeden Fall hinten drauf schauen und schauen, was da steht. Und wenn möglich auch wahrscheinlich gar kein normales Fleisch mehr kaufen, weil da überall irgendwie Schwein drin ist, offensichtlich. Und das finde ich auch sehr schade, dass man, ich weiß nicht, warum in der Putensalami mit zum Beispiel Schweinefleisch drin sein muss. Raff ich nicht. Und jetzt im Video fällt mir gerade auf, wie man darüber kommen könnte, auf diese dünnen Dinger da, aber das ist auch schwierig. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr blöd eigentlich von den deutschen Herstellern oder generell, dass man da unbedingt Schweinefleisch reintun muss, oder auch für Leute, die halt das nicht ist. Ja, was nochmal, ja, das muss ich, das kann ich so sagen, das ist mal ein Video für Muslime, für Juden, dass es ein Aufruf ist, dass ihr aufpassen sollt, was ihr kauft, Fleisch. Ich weiß, das macht ihr sowieso, aber das ist jetzt mir besonders aufgefallen, dass irgendwie, dass es auch da drin ist, und ich finde es auch echt blöd. So, wir haben noch genau 2 Minuten. Was kann man abschließend noch sagen? Ja, habt kein Verständnis für Pädophile. Wirklich nicht. Das kann man, ja, man kann aber die auch nicht heilen. Es ist ein schwieriges Thema, Leute. Was soll man denn da machen? Therapie. Auch schwierig. Therapie. Ich bin gegen Therapien, das wisst ihr ja, und gegen Medikamente eigentlich. Grundsätzlich, ein Pädophile ist ein schwieriges Thema, ja. Und ich weiß nicht, was man da genau machen soll. Ich habe Angst, selber Pädophil zu werden. Nee, Quatsch, das nicht. Ich war jetzt sicher, dass ich auf Frauen stehe, und meine Freundin ist sowieso, wo ich sage, boah, ich würde meine Freundin nie eintauschen wollen momentan. Echt krass.
Also, an dieser Stelle, Schatz, wenn du das Video siehst, ich find's echt toll mit dir und mit das Bild. Ich hab mal mit dir mal ein Mädchen gefunden, wo die Mission wahrscheinlich länger hält, ja. Nur mal so nebenbei jetzt. Jo, liebe Leute, kommentiert mal, wie seht ihr denn das? Oder habt ihr Verständnis für sowas, was eigentlich eine Krankheit ist, aber es irgendwie hat's doch immer eine Ursache und die Ursache kann man doch auch eigentlich immer bekämpfen, sag ich jetzt mal so. Also kommentiert mal, wie ihr das seht oder was ihr davon haltet. Und auch von den, Achtung Muslime, Achtung Juden, mit dem Fleisch, was ihr dazu sagt. Oder wusstet ihr das schon? Oder sagt mal eure Meinung dazu, will ich mal wissen, ja? Und was ich jetzt noch sagen wollte, ich lege euch meinen Display-Kanal ans Herz. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich von Brothers in Arms Hals Highway hochgeladen haben, wahrscheinlich ein Video. Und ich werde euch gleich sagen, ich werde das nicht lang zocken, weil es mich so aufregt und so steuern und so scheiße ist. Ich glaube, ich werde 5, 6 Teile habe ich, glaube ich, werde ich raus, und danach habe ich keinen Bock mehr auf das Game, ganz ehrlich. Aber schaut's mal an, guckt mal andere Displays an. Ich habe Saints Row und dann Let's Play noch ein drittes Game. Es wird bestimmt lustig werden, liebe Leute, ja. Ja, genau. Und natürlich habe ich verlinkt mit Facebook und Twitter, habe ich hier verlinkt, ganz klar. So, jetzt sind wir wieder am Ende des Videos, liebe Leute. Ja, folgt mir auf Twitter, liked mich in Facebook. Gebt mir nochmal, welches Video gefallen hat, kommentiert, wie ihr euch beschrieben habt, was ihr Kommentare könnt. Ihr könnt euch auch andere Sachen kommentieren, stört mich gar nicht. Und hier nochmal geht's zum GTA-Video. Ich versuche jetzt nochmal praktisch auf so eine Plattform zu springen. Und, also ich habe mir Fallschirm da gerade gesehen, konnte ich nicht aktivieren. Ich weiß nicht warum, ich dachte das vielleicht nur zu anschauen, wie es aussieht, der Fallschirm. Und hier packe ich auch gleich wieder fest. Jawohl, gut gemacht. Und dieser Aufprall sieht sehr brutal aus. Und finde ich, haben sie geil gemacht, weil das sehr krass ausschaut. Und, liebe Leute, ich will euch den Moment nicht versauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal den Absprung an. Sieht echt krass aus, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Anderg. Und tschüss. Ah, Luft noch abgelassen. Und tschüss. Ah.